Guten Tag, mein Name ist Luca Brings, ich komme von der Realschule an der Flöth aus der 8C. Wir befinden hier uns hinter der Stadtverwaltung in Geldern. Ich bin von dem Projekt Pimp Your Town, wo wir über die Kommunalpolitik sprechen. Wir interviewen heute den Bürgermeister Sven Kaiser aus Geldern. Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Luca. Ich erstelle jetzt ein paar Fragen und Sie werden darauf antworten. Mach ich. Ja. Wie finden Sie das Projekt Pimp Your Town in Geldern? Ich finde es super. Wir haben es vor 2 Jahren zum ersten Mal gemacht und da hatten wir auch schon ganz tolle Ergebnisse nachher gehabt mit den Jugendlichen und den Schülerinnen und Schülern. Und ich hatte gerade mit ein, zwei kurz gesprochen, die haben auch gesagt, die Tage, die wären wirklich interessant gewesen und kurzweilig, also gut, sehr gut. Ja. Warum wollten Sie genau in Geldern Bürgermeister werden? Warum ich genau Bürgermeister werden wollte. Ja, es hat sich damals, ich sag's mal so, es hat sich einfach ergeben. Man hat mich gefragt, ob ich es nicht machen möchte. Dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, ist mal was ganz Neues. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und jetzt haben wir es ja im 6. Jahr. Bin ja schon einmal wiedergewählt worden. Und mir gefällt es sehr gut. Und ich mache es einfach auch wirklich sehr gerne. Ist der Beruf als Bürgermeister anstrengend? Es gibt mal Tage, die sind sehr anstrengend. Gestern zum Beispiel waren wir noch in einer Ausschusssitzung, die ging bis 10:30. Vorgestern, die ging irgendwie auch bis kurz nach 10. Dann ist man relativ spät zu Hause. Aber gut, ich habe auch ab und zu mal Urlaub und da kann man sich ganz gut erholen dann. Warum ist es so wichtig, Kinder für die Lokalpolitik zu motivieren? Ja, viele sagen ja, dass die Politik nur von den Erwachsenen gemacht wird. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch die Stimmen von den Jugendlichen hören. Dass die Schüler sich und Schülerinnen sich hier einbringen können, dass da auch mal Ideen kommen, wo die sagen, wir haben eine gute Idee, das hätten wir ganz gerne hier in Geldern. Das können wir dann mit der Politik in den Ausschüssen besprechen. Und dann können wir auch mal sagen, wollen wir das machen, das Projekt? Als Beispiel hat mal jemand gesagt, er hätte gern so einen Pump-Track. Das haben wir dann diskutiert hier. Ist dann leider abgelehnt worden, weil es im ersten Blick relativ teuer war. Aber ich freue mich einfach auch auf die Ideen, die jetzt hier die letzten Tage so erarbeitet worden sind. Finden Sie Lokalpolitik spannend? Ich glaube, die Lokalpolitik ist die, die man am besten greifen kann. Weil da sieht man direkt die Ergebnisse. Wenn wir hier irgendwas beschließen, sei es die Sanierung einer Schule, ein Neubaugebiet oder so, dann sieht man es auch sofort. Was dann teilweise in Berlin beschlossen wird, das merkt man dann im Rahmen von Gesetzen und das merkt man erst sehr spät. Und dann kann man manche Sachen gut finden und manche auch vielleicht nicht so gut. Haben Sie eine Wahl, Geldern zu verschönern oder zu verbessern? Wie meinst du das? Eine Möglichkeit, eine Ach so, Idee. ja, wir haben ja viele Projekte angesetzt jetzt hier auch in der Innenstadt zum Beispiel, versuchen in Ortschaften verschiedene Sachen zu machen, versuchen die Sportanlagen in Schuss zu kriegen, versuchen ja auch eure Schulen wirklich in Top-Zustand zu bringen. Das dauert entsprechend lange alles, aber ihr habt ja vielleicht ein paar Sachen bemerkt, dass wir bei Technik, IT, Fernseher, iPads, digitale Tafeln da einiges gemacht haben und das finde ich, das ist ja das Schöne bei Lokalpolitik, da sieht man die Ergebnisse relativ schnell. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es beim Projekt Pimp Your Town sehr gut gefallen. Diese Organisation war sehr gut mit der Verpflegung, mit den Personen, die das organisiert haben, auch mit dem Standort hier, mit den Gebäuden Okay. und auch mit der technischen Ausrüstung, dass sowas so bereitsteht, ist sehr schön. Ja, das freut mich wirklich, weil das Schöne ist ja, wenn es dir gefallen hat, dann geht ihr auch zurück und sagt, war ein gutes Projekt. Wir machen es immer alle 2 Jahre, und dann sind in 2 Jahren wieder andere Schülerinnen und Schüler dabei und dann kommen vielleicht auch nochmal neue Ideen. Und ja, auch vielen Dank an dich natürlich, dass du mitgemacht hast. Ja, danke, Herr Kaiser. Ja, Liebe gerne. Geldener, das war das Interview mit Sven Kaiser, dem Bürgermeister von Geldern. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.